So kennt Kasim es genau. läuft in der Mitte. Ihr könnt erkennen, dass sie wohl in der Dorfmitte, wenn man das ein kleines Dorf nennen kann, ein großes Lagerfeuer aufgebaut haben. Ein Kessel, der da steht, beziehungsweise, naja, was heißt Kessel? Es ist eher so eine kleine kupferne Schale, wo sie wohl irgendwas gerade zermanschen. Und ja, ihr könnt da auch sehen, wie alle 24, also grob überschlagen, ziemlich gute Laune haben, singen, tanzen. Die ja, Instrumente, die Brindigian eben schon angesprochen hatte, werden dann auch ziemlich laut gespielt. Marumbas, die geblasen werden, und Mandolinen, die gezupft werden. Man singt, tanzt, lacht und freut sich seines Lebens, wie es ein Maraskaner eben so tut. Und als sie dann auf diesen Dorfplatz zumarschiert, kommt dann auch ein etwas älterer Herr auf euch zu, der dann, wenn Brindigian vorne läuft, auch euch mit den Armen offen entgegenläuft und Brindigian erstmal drückt und herzt. Preiset die Schönheit, Bruder, Schwester, wo kommt ihr denn her? Setzt euch Ja, dazu. genau. Genauso komme ich auch schon auf ihn zu, wenn wir schon ein paar Schritte auseinander sind. Preiset die Schönheit, Bruder, Schwester. Ich bin Brindigian und das sind meine Gefährten. Ihr sag, dürfen wir uns zu euch setzen? Selbstverständlich, ich bin Ornibigian. Kommt alle dazu, kommt alle dazu. Und wenn ihr dann herantretet, vielleicht mit offenen Mündern guckt, der Dorfvorsteher herzt jeden, genauso wie er es bei Brindigian getan hat, begrüßt euch mit Preis die Schönheit und nennt euch alle Bruder, Schwester. Auch Rodrigo versucht das Ganze einfach mal nachzuahmen. Preise die Schönheit, Bruder, Schwester. Und herzt ihn dann auch immer kurz zurück, auch wenn er Schild noch an der anderen Seite hat und so. Und ja, schaut dann sich einmal ein wenig um und scheint dann Richtung die Gespräche zu den anderen zu überlassen, scheint dann Richtung zu dem Essenstopf zu gehen, will mal so ein bisschen in den Essenstopf hineinlinsen. Das ist kein Essen. Die zerdrückender Käfer. Und wenn du Okay. dich einmal herum umsiehst, kannst du sehen, dass ja, einige Leute haben so eine Folie um ihre Haare herum. Alle haben sie ziemlich, also die Haare sind sowieso immer maraskanisch lang, aber sie sind sehr, sehr bunt. Bunter als üblicherweise. Ja, und sie sitzen da wohl alle nebeneinander, tanzen, springen, hüpfen. Und ja, Prentigian ist klar, hier wird Zartag gefeiert. Dann frage ich mal den Dorfvorsteher auf dem Weg dahin, wenn ich das schon erkenne. Für wen veranstaltet denn das Fest? Wer ist denn der oder die glückliche Bruderschwester? Ja, wir haben Nachwuchs bekommen. Das ist die Zartagszeremonie. Wir färben die Haarschöpfe. Ihr könnt euch gerne dazugesellen. Wir haben ein paar Regenbogenanbeter gefunden, und die wir, ja, setzt euch doch einfach dazu. Danke für die Einladung. Und Dijan dreht sich noch zurück zu den anderen und ja, gibt so eine einladende Geste und ja, der scheint sich hier, ja, scheint hier keine Gefahr zu wittern. Ja, Washa ist auch schon beim Tanzen mit dabei. Ihr seht auch, dass sie da anscheinend versucht, schon was zu lernen und mit den anderen irgendwie zu feiern. Sie scheint es auch nicht wirklich als bedrohlich wahrzunehmen, scheint sich sogar sehr zu Hause zu fühlen zwischen anderen Leuten, die tanzen und eben, ja. Wenn Etwas. Brindigian sich hingesetzt hat, kommt dann auch nach einigen Augenblicken eine junge Frau, ziemlich erschöpft und blass im Gesicht, auf dich zu und drückt dir dann auch, als ob es dein Kind wäre, ein Säugling, ziemlich frisch, neugeboren, in die Hand. Das ist Firuziba. Schön, dass ihr hier seid, Bruder, Schwester. Ja, Brindisia nimmt den Säugling und tätschelt ihn etwas. Er hat gerade das Licht der Welt erblickt. Ja, vor einigen Stunden. Freut mich, wer ist denn die Mutter? Ich? Sie lächelt dich an. Das ist ja wunderbar. Preise die Schönheit. Herzlichen Glückwunsch. Dann stehe ich nochmal auf und ja, umarme sie so halb, während ich den Säugling in der anderen Hand habe. Und ja, tätsche den nochmal so ein bisschen und versuche ihn dann wieder zurückzugeben. Ja, man kommt ja das auch verdächtig vor. Ich meine, dieses Dorf ist doch inmitten dieses seuchten Waldes. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war auf die eine oder andere Weise irgendwie verderbt. Die Pflanzen, die hoffentlich hier irgendwo anwesenden Tiere. Und die drücken die hier gerade in die Suppe. Das kann nicht gut sein. Rodrigo scheint ja wenig Abstand zu nehmen, nickt den anderen noch mal kurz zu, wenn die gerade hier so irgendwas gerade machen, wie zum Beispiel Wascha, die gerade tanzt, und scheint ein wenig mal ums Dorf herum zu marschieren. Also nicht in den Dschungel hineinzutreten, aber um die Häuser mal rumzumarschieren, sich mal hier und da umzugucken. Ja, weiß nicht, er ist sich noch unschlüssig, ob er sich freuen soll oder nicht.
Er weiß ja nicht genau, was er hiermit anfangen soll. Ob das wirklich einfach ein schöner Zufall ist oder ob er hier misstrauen soll. Er will ganz gerne irgendwie sein Bauchgefühl versuchen zu sagen, dass auch alles okay ist, kann es aber im Moment noch nicht. Habt ihr vor, das Kind zu segnen, wenn wir schon mal hier sind? Kasim folgt Rodrigo. Gib mir noch einen Moment, ich will mich noch einmal vergewissern, dass hier alles in Ordnung ist. Der Brindisian ist auch, naja, so ein bisschen skeptisch ist er noch, also versucht es ja mal, so ein Auge dafür zu kriegen, ob hier irgendwas ungewöhnlich ist. Also ich meine, so eine Zartagsfeier ist ja sehr schön und gut, das ist ja auf jeden Fall ein Freudenfest und das wird auch überall gefeiert. Aber ich versuche mal so mit dem einen oder anderen so ein bisschen das Gespräch zu suchen, also mich weniger hier im Dorf umzusehen, sondern mal im Gespräch irgendwie rauszufinden, ja, Smalltalk machen und dann irgendwie in die Richtung gehen, wie die das denn schaffen, hier in dieser Gegend so ein blühendes Dorf aufgebaut zu haben. Ganz so blühend ist es vielleicht gar nicht. Das fällt dir auf und natürlich auch Rodrigo, der jetzt einmal um die Häuser herum geht. Da darfst du mal eine Menschenkenntnisprobe machen. Sie ist nicht erschwert, weil du Maraskaner bist, also die Kulturkunde hast, um so ein bisschen zwischen den Zeilen zu horchen, zu lesen. Wenn Wascher herumtanzt, dann kommen auch nach und nach einige Frauen auf dich zu oder auch einige junge Männer, die dich fragen, ob du denn auch deinen Haarschopf färben möchtest. Warte mal, ich mach mal einen Schicksalspunkt für die Probe nochmal. Ja. Ich bin eitel. Wahrscheinlich würde ich es nicht machen. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, dann nicht. Nee. Wie sieht das mit den anderen aus? Sieht das denn gut aus? Das ist das Tolle. Sie haben alle sehr merkwürdige Farben, die im normalen Haar nicht vorkommen. Blau, Purpur, Weiß, Regenbogenfarben. Das erkenne ich leider nicht so gut, ich bin farbenblind. Also sieht alles gleich aus. Sieht alles gleich aus? Nee, dann mach ich's nicht. Du weißt ja gar nicht, was die da tun. Sie tun irgendwas in die Haare und danach freuen sich alle. Okay. Du hast keine Ahnung, was das soll. Okay, nee. Ja, also du wirst gefragt, ob du denn deine Haare auch einfärben willst. Danach geht es allen besser. Wenn ich hinter einem der Häuser bin, schnappe ich mir Kasim. Schau dir gleich mal ganz kurz die Farbe einmal an. Ich will wissen, ob da irgendwas Dämonisches dran ist. Ich kann mich noch nicht hier drüber freuen. Blick doch einmal hier über die gesamte versammelte Mannschaft, währenddessen du auch die Farben anschaust mit dem Bruder. Anschauen im Sinne von, ich kann keine Farben sehen. Was? Wie meinst du das? Er zeigt irgendwo hin grau. Er zeigt irgendwo anders hin grau. Gut, aber der Odem zeigt dir doch an, dass du Farben erkennst, wenn irgendwas magisch ist, richtig? Autor gesagt, der Odem, irgendwas leuchtet für dich eigentlich rot, aber ja, ist klar. Ja, ich kann sehen, ob etwas magisch ist. Das ist eine Möglichkeit. Genau. Schau doch mal nach, ob die Farben irgendwie magisch sind, indem du einfach mal hier rüber schaust über die ganzen Sachen. Ja, und dann passt währenddessen mal auf, dass Myria nicht an die Farbe rangeht. Das ist halt eine begrenzte Reichweite, Rodrigo. Das ist doch egal. Ich meine, wenn dessen gerade jetzt hier die Leute irgendwas mit den Farben machen, kannst du doch mal dahinter stehen und mal ein bisschen gucken. Das stimmt. Und wenn du da 2 Schritt Abstand hast, dann hört auch keiner, was du genau gesagt hast. Ich kann mich ja in die Nähe davon stellen, dann sieht das aus, wenn du mir irgendwas gesagt hast in einer Sprache, die ja kein Schwanz versteht. Das ist auch in Ordnung. Klingt vernünftig. Was machen die hier eigentlich? Ich glaube, die feiern die Geburt eines Kindes, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was Brindija, ob das hier das gleiche ist, was Brindija gesagt hat, dass sie hier das Zarfest feiern. Den Zahntag, ich bin mir nicht ganz sicher. Und was ist das eigentlich für eine Soße, die sich in die Haare schmieren? Das sind irgendwelche bunten Farben. Ich hatte aus, ist derweil mal zum, in die Mitte von diesem Platz gegangen und würde da auch das Neugeborene begutachten. Ja, neben dir kommt dann auch so eine ziemlich lustig aussehende Frau, hat immer noch ein bisschen Folie in den Haaren und fragt dich dann auch, ob du bei der Färbung dabei sein möchtest. Ja, gerne. Ja, dann setz dich doch einfach, sie zerdrückt gerade noch ein paar Käferchen, die bunt schillern zwischen ihren Fingern, schmeißt dann die Reste in diese kleine Schüssel und rührt dann noch einmal um, fängt dann auch an, so eine kleine Folie mit diesem Käfersaft zu bestreichen, um dann nach und nach deine Haare anzuheben und dann sie mit Folie zu umwickeln. Ich bin ein
Gefährte von Wind und Wogen, wurde dein neues Kind hier schon eingesegnet? Von Bruder Effert, meinst du? Ganz recht. Das ist doch schön, Bruder, Schwester. Wie heißt der kleine Spatz denn? Wir haben keine Ruhe- und Gorpriesterin, tut mir leid. Von daher haben wir so etwas noch nicht gemacht, nein. Nun, ich, ist es ein Er oder ist es eine Sie? Firuziba, das ist ein Mann. Er wird sicherlich ein ziemlich großer Krieger werden. Also ich könnte ihn im Namen meines Herrn, des Herrn Efferts, segnen. Bruder Effert. Ja, warum denn nicht? Also, wir haben wie gesagt keine Ruhe- und Grobpriesterin hier, aber Bruder Effert wird es wohl auch tun. Dann bring den Spaß mal her und ich werde das Zeichen meines Gottes auf seine Stirn malen. Ja, und die der anderen? Und die der anderen? Ja, sie ruft die Mutter heran, die drückt dann halt dann das Kind auch dir ziemlich herzlich, wie gesagt, als ob du Familienmitglied in die Hand, wenn du danach fragst, und schaut dir dann grinsend zu. Ja, also bei Verdaus werden das sind die Haare gemacht und er hat den Kleinen, wiegt ihn auch so schaukelnd auf seinen Arm. So, du bist also der kleine Firuzifar. Gut, er steckt immer seinen Daumen in seine Haare. Schaut den Kleinen sich an und malt ihn erstmal so eine Welle auf seine Stirn. Herr Effert, sieh dir dieses Kind an. Ein Geschenk der ewig jungen Zar. Bitte behüte es, denn es ist unschuldig und noch schutzlos gegen das Böse. Leite und segne es, auf dass es den Weg zu dir und zu deinen Geschwistern finde. Segne es! Und dann hält er das kleine Kind hoch in den Himmel. Rodrigo? Mach das jetzt wieder nicht. Was denn? Nein, waren er Fadaios. Ja, und in dem Moment, wo ich es hochstrecke, beginnen wahrscheinlich die Menschen drumherum so auch so ein bisschen zu jubeln und freuen sich über die Segnung. Klar, die freuen sich alle. Gute Stimmung. Die haben gute Laune, die Leute. Olaf Jarlan mit? Ist der mit Kasim und Rodrigo gemeinsam unterwegs? Oder? Nein, Jarlan steht mit den Leuten bei Evandaios und er freut sich an der Segnung des neugeborenen Kindes. Und hat nebenher Myria im eisernen Schraubstock gegriffen, damit sie sich nicht die Haare färben lässt. würfel mal eine. Das hat er schon davor gesagt, dass er auf Myria achtet, ne? Ja, ich weiß. Wenn ihr Sinn sagt, komme ich zu deinem Haus. Nein, alles okay. Du achtest drauf. Und so, ansonsten, sie war auch gerade schon im Gespräch und hat gerade ihre Haare geöffnet, die sie zusammengesteckt hat, aber wenn du ihr das verbietest, dann. Na gut. Ja, stimmt, du hast eingesagt. Alles klar. Dann stehst du dann daneben und verbietest Myria, dass sie sich die Haare färben lässt. Du wirst natürlich auch gefragt, wie alle anderen auch. Und die meisten machen das mit. Also Elikara lässt sich von der guten Stimmung anstecken. Borgform lässt sich seine Bartfahre einfärben, also die Koteletten, die nach unten wachsen. Geron hat auch mal seine Kapuze nach hinten geschlagen und macht das auch mit. Also die machen mit. Potro schaut ein bisschen betröppelt rein, weil er keine Haare hat. Jetzt verderbe doch Myriagin dann nicht die Stimmung, sagt Brindigian, während er sich auch gerade die Haare färben lässt von irgendjemandem. Es ist unter ihrem Stand, sich so etwas Lächerliches in die Haare zu schmieren. Außerdem wissen wir nicht, was mit den Tieren ist, die sie da in diese Suppe drücken. Wahrscheinlich kommen in dem Moment Kasim und Rodrigo wieder zurück. Und die stehen dann wahrscheinlich irgendwo in einer Menge beisammen und Kasim schaut sich den Kessel an. Und macht dann das gleich wie vorher, ohne mit Zeit lassen auf den Kesselinhalt. Ja, der Kesselinhalt ist farblos. Also für dich sowieso, weil du keine Farben erkennen kannst, aber auch unter dem Odem leuchtet er nicht rot. Ich muss ihn erstmal schaffen. Ja gut, er leuchtet überhaupt nicht. Also. Ohne Magie, oder? Rodrigo nickt, okay, gut. Das ist. Man guckt nochmal zu Jarlan. Das Zeug ist in Ordnung. Verlauf, das werde ich entscheiden, wenn wir wieder zu Hause sind.
und nicht ihr. Sie hebt mal so eine Augenbraue. Brinitian, das ist zumindest nicht magisch. Wie lange dauert es, wenn die Farbe wieder aus den Haaren rausbekommt wohl? Boah, ich hoffe nicht so schnell. Sieht doch super aus. Wenn die Männer da so rumstehen, versucht man die mal zum Tanzen zu animieren. Ist ja langweilig, was sie da machen. Hat selber gute Laune und versucht die alle da ein bisschen reinzukriegen. Kasim schaut mal zu Wascha. So, sie ist ja so eine der wenigen Frauen in der Runde. Glaubt ihr, blau würde meine Haare passen? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie blau aussieht. Sie grinst. Komm jetzt, er grinst. Zieh dich an der Hand einfach mit. Du merkst gleich, also tanzen ist für den wohl ein Fremdwort. Ja, aber ich habe gerade so eine gute Tanzprobe hingelegt. Ich nehme dich einfach mit, im Notfall tanze ich halt um dich rum und nehme einfach nur deinen Arm so nach oben und drehe dich einfach so ein bisschen um dich selbst und ja. Vielleicht funktioniert es ja, ich habe immerhin einen Punkt, ich würfel einfach mal. Nee. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Nicht für tanzen. Nee, du könntest die 12 nachwürfeln, du hast eine 10%ige Chance auf einen kritischen Erfolg oder einen kritischen Patzer. Ist auf jeden Fall eine SE. Nee, ja, genau, würfel die 1 nochmal neu. Die 12 neu würfeln, wenn er eine 1 würfelt, hat er einen kritischen Erfolg, wenn er 20 würfelt, hat er einen kritischen Patzer. Er kann ja gleich jetzt. Nein, nee. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn er jetzt seine Tanzenprobe kritisch passt. Kein Problem. Wascha kann das auf alle Fälle ausgleichen. Und Kasim dann dazu animieren, besser zu tanzen. Also er gibt sich Mühe, aber das hast du wahrscheinlich schon besser erlebt. Aber du erlebst sie wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen anders. Am Anfang war sie halt relativ zurückhaltend und also alle, die es halt sehen wollen, ihr merkt, sie blüht halt richtig auf in ihrem Element quasi. Da scheint sie wirklich schon lange und eigentlich schon ewig zu machen. Auch dieser ganze Rhythmus und so, wie sie sich um sich selbst dreht, auch die Leute mal wieder nimmt, irgendwie strahlt. Ich sehe das so ein richtiges Leuchten in den Augen und auch wie sie jetzt Kasim einfach mit sich mitnimmt, als wäre es selbstverständlich, dass sie überhaupt jetzt tanzen kann und nicht, scheint überhaupt keine Rolle zu spielen, sie scheint einfach Spaß zu haben, dass er da mit ihr kommt und... Rodrigo, ja. Nach wer hier die größte Person im Dorf ist. Kasim scheint das so ein wenig kalt zu lassen, aber ist als Eiselemitter ist wahrscheinlich nicht besonders verwunderlich. Was allerdings verwunderlich ist, ist vor allem für Wascha, dass seine Haut sich kälter anfühlt als die eines normalen Durchschnittsaventuriers. Bestimmt 5 Grad, so vom Gefühlten her. Er wirkt im Ganzen okay. Körperlich kalt. Kälter, nicht kalt, aber kälter. Also er scheint gefällt mir, wie die Hüfte schwingst, Wascha. Aber der, ach, das ist ein Eiszapfen, der kann sich nicht tanzend bewegen. Tanzt einfach daraus mal ein bisschen neben dir her. Ja, zeig, ob ihr es besser könnt. Und man zieht dich einfach mit. Genau, er wackelt so mit dem Po. Und hat aber noch den kleinen Neugeborenen auf dem Arm. Hier, schau ihn dir an, das ist Fiozifar. Ja, Dynar streift sich gerade die Folie von seinem Bart und sein Bart ist türkis geworden, also die Farbe vorher ist irgendwie immer gleich aussehend und wenn man sie dann abstreift und sie dann mit den Haaren reagiert, wird sie wohl immer eine zufällige Farbe annehmen und bei Dynar hat sich das eben damit geäußert, dass er jetzt seine schwarze Kopfhaut hat er so gelassen. Aber der Bart, der Oberlippenbart, ist jetzt türkis. Rodrigo derweil hat sich umgesehen und festgestellt, dass wohl einer der Krieger, der auch sorgsam, er freut sich zwar, aber liegt immer sorgsam in Richtung des Dschungels, ist einer der Größten, auch einer der mit den längsten Haaren und das wird wohl auch mit einer der Anführer sein, einer der Krieger. Hat auch einen Nachtwind an seiner Seite. Man wird sich einfach mal sozusagen in die Nähe von dem Mann sozusagen jetzt hier sozusagen so begeben, wenn man hier und da rumläuft, sozusagen durchs Lager, und mal auf seine Schuhe achten. Ja, sie sind nicht blutig. Hm? Wenn du das meinst. Ja, genau. Und so wieder einfach mal sozusagen gucken, wo wer große Füße hat, wo man jetzt hier auch annimmt, dass er wohl eher Kriegerrichtung ist. Und da mal so ein bisschen auf die Schuhe achten hier und da. Mhm. Er möchte nicht in dem Lager sein, wo jetzt hier vielleicht Emira Misabo von den Leuten umgebracht wurde. Ja. Fährtensuche. Normalerweise Sinnschärfe, aber nee, lass ich nicht, weil das hast du so hoch. Fährtensuche. Hihihihi. Ja, was macht die andere derweil, während Rodrigo sich halt die Schuhe ansieht von nicht nur den Männern, sondern auch von den Frauen und mal so umhergeht? Also die Schuhe kann ich mir gar nicht anschauen. Frosty ist es ja Fährtensuchen, was ich tue. Ich scheine ja Blutspuren zu verfolgen. Die haben doch bestimmt auch, die können doch bestimmt auch hier den Bart stutzen im Zweifel, oder? Weil man hat inzwischen
wahrscheinlich etwas angesetzt. Nixer, du wirst mitgeschleppt zum Tanzen. Aber der will sich die Haare färben lassen. Zu spät. Dann macht man das hinterher. Digian nimmt auch ausgelassen am Fest teil, aber irgendwann wird er sich mal so einen Moment nehmen und ja, den einen oder anderen von euch zur Seite nehmen, je nachdem, wer gerade so greifbar ist. Ja, schnappt die Jalan. Ja, dann schnappt er sich Jalan. Er muss Myria festhalten. Ja, der würde Myria auch gern was zum Tanzen beibringen, aber er kann es selber nicht. Dann lernt Myria jetzt von Wascha tanzen. Die zwei herausragenden Frauen, wie sie durch die Menge tanzen. Ich werde das gerne näher beschreiben. Geh doch nicht so steif herum, Jalajin. Ich bin echt steif. Ich bin nur... Ach, was wisst ihr schon? Auf jeden Fall kann dir sagen, wir haben hier nichts zu befürchten. Es ist ein ganz normales Dorf. Nur wir sind an einem Tag angekommen, wo vermutlich die Stimmung anders ist als in den restlichen Tagen im Jahr. Schau dich einmal um, die Leute hier, die haben kaum Fleisch auf den Rippen. Es wird ein hartes Leben sein hier im Dschungel, aber zu befürchten haben wir sicherlich nichts. Keine Meile entfernt wachsen Bäume, die sich von Blut ernähren. So ist es, und doch schaffen es die Bruderschwestern hier zu überleben. Bleibt einfach wachsam. Vielleicht haben wir sogar Glück. Ich meine, dort hinten einen der Eukolizaner ausgemacht zu haben. Ich sehe zwar die Maraske nicht, aber ich glaube, es ist einer. Ich werde mal das Gespräch mit ihm suchen. Vielleicht kann er uns als Führer dienen. Sprechen wir doch mal mit ihm. Oder wollt ihr alleine gehen? Oh, du kannst gerne mitkommen, Jaladin. Ja, dann tanzen wir uns mal eher schlecht als recht durch die Menge, bis wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Sehr gut. Welches Datum haben wir? Den 15. Hesende. Okay. 15? Ja, 15. Ja, mit 20 im Kopf. Nee. Wir haben am 12. seid ihr angekommen und am 15. seid ihr dann abgehauen. Ah, okay, danke. Steht ja alles im Protokoll. Ich hatte irgendwie 22. bis 25. im Kopf. Ist ja Wurst. Ja, Brindigian und Jalajin gehen dann auf jeden Fall zu dem, von dem ich denke, dass es ein Eukolizaner ist. Ja, also du hast auf alle Fälle dann beim Herumfragen denjenigen gesehen, hat mir dir dann gezeigt. Und das ist der gute Marzibar. Eine uralte, runzlige Person, im Mittelreich würde man mit solchen Jahren vielleicht schon im Altersheim sitzen. Aber auf Maraskan nimmt man das Leben ein bisschen härter und der ist noch ziemlich gut auf den Beinen für sein Alter. Ich schätze ihn so um die 80, ja, vielleicht noch älter. Also ich hatte noch nicht mit vielen Eukolizanern selbst zu tun, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass die alle ja relativ alt sind, bis sie wirklich gut mit den Marasken reden können. Genau. Und wenn er hier lebt, kennt er sich wohl auch hier aus. Kann er uns bestimmt den Weg weisen. Hoffe ich. Preise die Schönheit, Bruderschwester. Preise die Schönheit. Gehörst du tatsächlich der Sekte der Eukolizaner an? Dabei schaut sich Brindigian mal so ein bisschen um und sucht nach einer Maraske, die hier richtig blicken kann. Du siehst, dass, ja, blickst dich da links rum, rechts rum. Im Dorf wird man sowas wahrscheinlich nicht halten, aber wenn du deinen Blick aufmerksam herumführst, kannst du sehen, dass er wohl in seiner Hand gerade ein paar Pilze zerreibt. Die erinnern dich vielleicht mit den Tupfern an das, was man bräuchte, um so eine Maraske anzulocken. Sag, Bruderschwester, lebst du hier in diesem Dorf oder bist du auf der Durchreise? Ja, ich habe vor einiger Zeit meinen Weg hierher gefunden. Und was würdest du sagen? Nun, wenn wir dich bitten, uns ein wenig zu begleiten. Wir haben einen schweren Weg vor uns. Wo wollt ihr hin? Weiter in das Gebiet der Berge? Weiter vorziehen? In Richtung Westen? Ganz genau, dort wollen wir hin. Und wir fürchten, nun, ohne die Führung der Geschöpfe von Schwester Zar und seiner Maraske dort nun wenig erfolgreich zu sein.
Ja, so ist es leider. Das Land hat sich verändert. Aber mit einer Maraske kann man den Weg wohl antreten. Habe ich gehört. Und würdest du uns deine Hilfe anbieten? Wären dir unendlich dankbar. Was ist denn das höhere Ziel dieser Reise? Berge sehen? Nein, wir wollen zu einem Ort, der von den Hafajars kontrolliert wird. Dort zurück in den Etragin treiben. Wenn ihr sie zurück in den Etragin treibt, dann mag euer Ziel weise sein. Ehrlich, und wir wissen nicht, ob wir erfolgreich sein werden, aber versuchen müssen wir. Nun, es geht bei dem Dienst an Schwester Zar und Bruder Boron nicht darum, dass man es schafft, aber versuchen sollte man es. Der Dienst an Maraskan. Nicht denken, tun. Eben drum. Und was sagst du? Wirst du es tun? Wirst du uns dorthin führen? Das kann ich tun. Ich habe den Leuten hier in den letzten Jahren geholfen, aber sie werden wohl demnächst ihre Reise in Richtung Osten antreten. Das Dorf aufgeben. Habe ich schon gesehen. Auf dem Weg hierher haben wir bereits ein Dorf gesehen, dass viele Tagesreisen von hier, das schon aufgegeben wurde. Bin überrascht, dass es hier überhaupt noch, ja, Menschen gibt. Viele haben die Berge verlassen. Viele. Wo wollen sie denn hin, die Dorfbewohner? Weiter in Richtung Osten, zur Küste. Das ist vermutlich weise. Dann sollten sie sich aber einen Ort suchen, der ein Stück weg ist von Boran. Dort sind die Hafajars immer noch an der Macht. Das ist kein guter Ort. Asboran. Asboran? Ist doch nur eine Legende. Er lächelt dich an. Asboran ist keine Legende. Wovon sprecht ihr? Boran ist an der Küste, wir waren da. Nun, Yalajin, du kennst doch die maraskanischen Viertel in Unrum, Festum und in Al-Anfa. Die heißen Asiergan, Astutzak und Asinoda. Das heißt, das Ass heißt neu. Aber nun, ein Asboran gibt es eigentlich noch nicht. Nun, diese Insel hat viele Geheimnisse. Das glaube ich gern. Wie gesagt, ich werde euch begleiten, wenn ich euch helfen kann. Gegen die Hafajars. Der Weg durch die Berge ist beschwerlich. Aber mit der Maraske wird es gelingen. Du wirst es sicherlich eine Hilfe sein. Ich denke, wir werden die Nacht hier verbringen. Schau dir mal Fragen zu Yalan, ohne eine Antwort abzuwarten. Und, naja, morgen, vielleicht spätestens übermorgen aufbrechen. Wir brechen morgen auf, wenn wir können. Und sagt Rodrigo, der gerade an dich hinten rangetreten ist. Ihr seid heute erst 4 Stunden gereist, also ihr könntet weitere 4 Stunden reisen nach einer kurzen Pause. Wäre möglich, wenn ihr wollt. Oder ihr bleibt halt hier. Wir sind noch nicht lange unterwegs. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir die Zeit brauchen, um uns auszuruhen. Ich glaube, dass wir hier eine ruhigere Nacht haben werden und deswegen besser entspannt morgen sind. Wir haben es den halben Tag ruhig verlieren. Gedanke, ohne einen ortskundigen Führer in diesem Dschungel übernachten zu müssen, nicht sehr angenehm. Kondijan, ich will auf deine Expertise noch vertrauen. Ich würde ganz gerne sagen, dass wir jetzt hier bleiben und ein wenig entspannen und gucken, dass wir morgen früh weiterreisen. Wie ist deine Meinung? Das kommt ein wenig darauf an, wie eilig ihr es habt. Aber ich würde auch vorschlagen, dass wir die Nacht hier verbringen. Es ist sicherlich besser, noch ein paar Tage beziehungsweise eine Nacht hier nicht im Dschungel zu verbringen. Gerade für euch, denke ich. Ich denke auch, dass wir, gut, das ist die Sache beschlossen. Wir bleiben heute hier und reisen morgen früh kurz vor den ersten Sonnenstrahlen, sollen alle bereit sein, dass wir mit den ersten Sonnenstrahlen aufbrechen können. Das hört sich gut an, dann machen wir es so. Gut,